Wir sollten immer schön. Oh, buddeln. Akolutenring. Macht trotzdem noch nichts. Wir können es wahrscheinlich immer noch nicht verzaubern. Also einfach nur verkaufen. 2000 Gold. Ich spüre eine Inflation des Goldes. Ganz schön große Wurzeln hier. Aber es fühlt sich definitiv wie ein Dickicht an. Ein Dickicht bei nicht mit großen Minotauren. So, Schutzschild diesmal. Kaputt, kaputt, kaputt. Zack. Schild ist weg. Neues Schild. Das und dich und du. Zack. Schild durch und 62 Schaden. Aber ich glaube, wir brauchen kein neues Schild. Du Blitzel, du Wurzel, du Brenn. Genau. Hm. Sackgasse. Also, oh, okay. Nee, nee, so nicht, mein Junge. Du bleibst jetzt da hinten stehen. Und wir töten dich einfach. Das finde ich viel toller. Wir haben dich umschlungen. Moment mal. Achso, Verwurzelungseffekte. Ja, okay, das heißt, er kann noch nicht weggeschubst werden. Na gut, dann töten wir dich halt so. Schild. Tada. Zack. Du solltest mal heilen. Du hast keinen Mana mehr. Was kriegen wir auch so hin? Wundervolles Angriff. Und Crit. Tod. Gift. Ihr seid K.O. Müssen wir schon wieder schlafen, hm? Ja, komm. Was? Warum darf ich nicht schlafen? Oh, wir sind noch im Kampf. Okay. Trinkt man Zaubertrank? Irgendwas bewegt sich gerade nämlich. Achso, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Kommen jetzt die Minotauren von ganz hinten angelaufen, oder wie? Ne, ich höre sowas Ritterartiges. Jo, da hinten. Warte mal, verteidigen, 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 verteidigen. Nehmen wir schön Abstand von der Ecke da. Na komm, eine Runde noch. Guck. So. Brenn. Eisschad. Blitzel. Pfeil. Ich hoffe, du kannst nicht stürmen oder so. Ich musste irgendwie gerade an Grimrock denken mit den Ogern, die dann auf einen zugelaufen kommen. Du. Wurzeln geht nicht, aber der Schaden kommt durch. Blitzstrahl. Pfeil. Zauberpunkte werden langsam mau. Wurzelschaden kommt durch. Blitzstrahl kommt durch. Pfeil kommt durch. Macht sogar ganz schön Schaden. Und kaputt. Dürfen wir jetzt bitte, bitte schlafen? Nein. Wir sind immer noch im Kampf. Irgendwo weit entfernt ist ein Minotaur, der uns töten möchte. Da ist er. Na gut, dann trink du bitte einen Trank. Trink du bitte einen Trank. Der Rest verteidigt sich. Verteidigt sich nochmal. Und verteidigt sich abermals. Feuerstrahl, Eisdingens, Blitzstrahl, Bolzen. Ganz nochmal. Du, 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 du. Und du, du, du. Und kaputt. Und schlaf. Sehr schön. Also wir haben noch viermal Essen. Was noch eine ganze Weile reichen wird. Und wir sollten in Enistadt zurück, um die Quest von dem Jassad da abzugeben. Achso, hier waren wir schon. Hier waren wir laut Karte noch nicht. Ist das eine Verbindung nach da? Nein. Dieses verschluckende Ding ist äußerst seltsam. Je größer es wird, desto weniger sieht man.
größer es wird, desto weniger sieht man. Mehr? That won't work. Nein. Wasser? That won't work. Ha. Dieses verschluckende Ding, was schluckt denn? Treibsand? Schlammgrube? Behälter an sich? Also eine Karaffe oder ein Weinschlauch oder sowas wird nicht gemeint sein. Und allgemein sind Rätsel so aufgebaut, dass je mehr Gedanken man sich darüber macht, desto weiter ist man entfernt. Verschluckende Ding ist äußerst seltsam. Je größer es wird, desto weniger sieht man. Was sieht man denn nicht? Luft, Gas, sowas in der Richtung? That won't work. Guck mich mal um. Verschluckende Ding. Da ist was Rotes neben der Kiste. Achso, hat jemand versucht, mit einer Zange da reinzugehen. Sehr cool gemacht. Schönes Detail, schönes Detail. Verschluckende Ding. Licht verschlucken? Schatten? Schatten! Naja. Okay, anders. Dunkelheit. Dunkelheit. Haha! Nennt mich Rätselmeister oder so ähnlich. Wobei die Dunkelheit ja nicht wirklich Licht verschlingt, ne? Aber gut. Da haben wir alles. Da geht's noch weiter. Darum, darum, darum. Da ist das ziemlich coole Observatorium. Wie gesagt, ist High Fantasy. Aber die ganze Welt hier ist ja High Fantasy, also passt das. Na gut. Also sowas könnte man aber nicht bei Herr der Ringe bringen. Würden die ein bisschen durchdrehen. Oh. Neue Banditen. Oder Elfen? Marodeur des schwarzen Reißzahns. Ja, nee, komm mal her. So. Wollen wir genau hier stehen bleiben? Ja, wollen wir. Wollen mich Flächenschaden machen. Also, warten. Du siehst komisch aus. Warten. Das sind Schädelmasken. Ja, na gut. Feuerball. Gift. Es ist keine gute Idee gewesen, hier zu kommen. Und wir haben sehr lange nicht abgespeichert. Pritzel. Ah doch, Luftschaden geht. So, du machst eine neue Rüstung. Du machst Flächenschade auf alle, das ist sehr gut. Du machst eine Steinhaut. Du machst arkane Anwendung nur für den Fall, dass die Giftsachen dadurch auch geschützt werden können. Gibt es eine Giftresistenz? Zählt Gift unter Erde? Nee, weiß ich nicht. Haben wir irgendwas an Spruch rollen, das uns noch helfen könnte? Nee, nicht so direkt. Chris. Ja, nee, dann britzt den lieber. So, ganz, ganz viel kleiner Schaden. Du machst Schild, du machst Feuer. Du regenerierst die Gruppe, du machst Britzel. So, giftiger durch, das ist nicht so schön. Du brauchst einen Mana-Trank. Du brauchst einen Feuerball. Du heilst Gift bei dir. Britzelst. Ja, du heilst Gift bei ihr. Du britzelst. Du machst eine Schutzrüstung, du machst einen Feuerball und der erste ist... Wow. Erste ist gleich K.O. Gift ist doof. Ich glaube, wir sollten das Gift nicht mehr heilen, sondern wir sollten eher öfters mit ihr einfach heilen.
Denn er kauft sie sich durch das Heilen eine Runde und in der Runde kann sie einen Schaden machen oder einen Zaubertrank trinken. Du britzelst. Du machst eine Schutzrüstung. Du brauchst einen größeren Zaubertrank. Den da. So, genau. Jetzt machen wir kein Entgiften, sondern machen einfach jetzt Gift. Weil Gift macht zum einen Schaden, zum anderen vergiftet es den letzten, der nicht vergiftet war. Du trinkst bitte den ganz normalen Heiltrank. Du trinkst einen Mana-Trank. Du verbrennst die Jungs. Aja. Du machst einen Schutz. Du verbrennst die Jungs. Die Regeneration tickt noch. Du machst einen Steinhaut. Du machst Britzel. Nicht direkt töten. Nicht direkt töten. Du heilst. Du trinkst den. Funkflug. Und ich weiß, es ist ein unpassender Moment, aber mir fällt gerade auf, dass wir schon lange kein Geheimnis entdeckt mit Talana mehr gesprochen haben. Also bei dem ganzen Wuseldickicht da hinten. Aber gut. Du Schutzschild. Feuerball. Du brauchst inzwischen auch mehr Mana. Du brauchst nicht unbedingt mehr Mana. So, erster ist gleich kaputt. Du brauchst Mana. Jetzt geht irgendjemand auf den Deckel, aber wir haben kein Schutzschild. Oh, ging eigentlich. Und genau er widersteht dem Ding. Das ist doof. Du Britzel. Du Schild. Du Gift, falls Schaden an allen macht. Und der nächste kommt. Nein! Das ist nicht so schön. Du, das da. Du Schutzschild. Du brauchst wieder einen großen Zaubertrank. Du vergiftest es, damit der da auch vergiftet wird. So, du musst uns heilen. Du musst britzeln. Du musst einen Zaubertrank trinken, damit du gleich das Schild wieder machen kannst. Das heißt, diese Runde können wir gut auf den Deckel bekommen. Vor allem Talana könnte eventuell ohnmächtig werden. Das wäre nicht gut. Alles widerstanden. Das ist übrigens auch nicht gut. So, nochmal heilen. Nochmal britzeln. Schild. Feuerball. Sehr gut. Oh, 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 oh. Du trinkst einen Trank. Du machst ein Schild. Du machst einen Feuerball. Der ist gleich K.O. Du brauchst einen großen Trank. Tirik ist verwirrt. Das heißt, kann keine Zauber wirken. Keine Zauber. Trinken Heiltrank. Haben wir was gegen Entwirrung? Schlafende? Geschwächte? Nee. Zwei Mana-Schwall, Schattenumhang. Klarer Verstand. Hilft gegen verwirrte Ziele. Du bitte. Obwohl, warte mal, es ist nur noch. Der hier ist fast tot, dann also nur noch ein Gegner. Probieren mit einem kleinen. Oh, ein kleiner Trank macht ja gar nichts bei ihr. Gut. Steinhaut. So. Du machst Blitze. Du machst ein Schild. Du machst eine Regeneration. Ja, genau. Und sie hätte nicht britzeln sollen, sondern sie hätte ihn entwirren sollen. Nee, gut, trink du nochmal einen Trank. So, du. Das da. Klarer Verstand auf Dirk. Dirk ist nicht mehr verwirrt. Alle sind noch vergiftet. Du heilst nochmal drüber. Du machst ein Schild. Du verbrennst die endlich. Okay, durch den Repose gestorben oder durchs Gift. Eins von beiden. Du kriegst Erdschaden. Du kriegst ganz schön viele Erdschaden, das ist gut. Blitzstrahl, Spotten. So. Giftiger durch. Das ist da, das ist da. Wurzelschaden. Eigentlich bräuchtest du Mana, um Dingens zu machen. Schildzauber. Ich glaube, bei dem einen brauchen wir es jetzt nicht mehr. Ich probiere mal lieber zerschmettern.
was nicht klappt. Okay. Du hau. Autsch. Autsch. Du wurzelst ihn. Das ist ein Klingentänzer. Verwirrende Schläge. Gegenwehr. Genau, Gegenwehr. Er wählt den ersten Nahkampfversuch eines Angreifers. Wert. Pfeile schießen zielvoll auch als Nahkampfangriff. Komm schon, ich will jetzt nicht noch einen Trank trinken müssen wegen dir, aber das muss ich anscheinend. Du trink einen Trank. Du trink einen Heiltrank, du trink einen Heiltrank, du trink einen Heiltrank. Willst du mich veräppeln? Aber er ist jetzt K.O. Menno. Schlafen. Also Gift. Gegengift. Gegengift. Gegengift.